Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, hier verdeckt liegt mein neues Reborn Baby, das ich in Eschwege gekauft habe. Und das werde ich jetzt mit euch zusammen quasi aufdecken und euch zeigen. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ja, und dann fangen wir mal an. Das sind ihre Füßchen. Sie hat einen wunderschönen, süßen Strampler an gehabt. Und jetzt versuche ich mal, den hinten aufzumachen. Dann zeige ich euch ihre Füße. Dann bin ich gespannt, ob nicht schon die ersten kennen, wer es ist. Oder welcher Bausatz es ist. Genau. Also sie hat auf jeden Fall, wie nennt man das, lange Beine. Das ist ihr Bein. Fühlt sich mega schön an. Ihre süßen Zehen. Genau, voll putzig. So. Und dann der zweite Fuß. Der hat auch lange Beine, schöne Füßchen und sie ist beweglich. Sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber total beweglich, echt cool. Und sie hat, soll ich das euch jetzt zeigen? Sie hat auch so ein Body drunter und eine Panty. Das ist Größe. Steht denn das? Bis ihr eins glaubt. Genau. Und da sieht man schon, sie hat also keinen so einen Scheibengelenkkörper und ist trotzdem sehr beweglich. Finde ich echt super. Sie riecht wunderbar. Okay, da kommt schon ein Arm raus. So sieht der Arm aus. Die Finger, voll schön. Weiß jetzt nicht, Moment. Ich muss euch etwas anders hin positionieren. Beziehungsweise ich ziehe sie etwas runter. Das sind ihre Finger. Sehr schön, wirklich sehr schön. Und das ist ihre zweite Hand. Sieht sie auch so schön an. Ja, sollen wir mal den ein bisschen. Sie hat einen süßen Body drunter, den man an der Seite aufmachen kann. Voll cool. Jetzt zeige ich euch erstmal die Arme komplett, oder? So. Eben auch volle, lange Arme hatte ich noch nie. Ach nee, doch, Tyler hat das ja auch, stimmt. Genau, also mit Schulter quasi noch. Und auch so beweglich eben, voll cool. Das ist ihr zweiter Arm. Genau, wenn ihr gerne ein Detailvideo sehen wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das gewünscht ist. Ich zeige euch auch ihren Körper mal. Sie hat so einen schönen braunen. Okay, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo ich genau war, weil der seine ist ausgegangen, weil der Speicher voll war. Ja, ich habe einfach zu viel Zeug auf meinem Handy. Ich glaube, ich war gerade beim Zeigen vom Körper. Ja, das ist halt so einer. Voll schön und hässlich. Voll weich und beweglich. Voll schön. Genau, so sieht der aus. So von hinten. Voll schön. Ziehen wir die Windel mal wieder ein bisschen an.
dieses, was ist, wenn die, die sind so leicht rau. Das ist richtig schön. Okay. Ich bin mal gespannt, wer schon weiß, wer es ist. Ich zeige es euch jetzt. Ist die nicht schön? Wunderschöne Maus. Ja. Und zwar. So sieht sie aus. Zeige ich euch das Zertifikat. Sie ist die Indie von Laura Lee Eagles. Und zwar wurde sie gemacht von Barbies Bambinis, Barbara Nolte. Das habe ich dazu bekommen, das Zertifikat. Das ist das Zertifikat. Es gibt wohl nur 1200. Laura Lee Eagles Baby Indie. Genau, sie ist die 459. Genau, das ist das Zertifikat und da steht einmal hier drin, wie sie entstanden ist. Und hier hat die vorne heute noch unterschrieben. Genau, und das sind wahrscheinlich diese Prototypen. Ja, sieht ja jede anders aus, ne? Jetzt zeige ich sie euch mal noch ein bisschen. Sie hat eine Zunge, kann man leider nicht sehen. Genau, sie hat hier oben einen Magneten. Sie hat einen schönen Wirbel. Sieht man das nur leider nicht so gut, weil sie ein bisschen verdutzte Haare hat. Aber hier hinten, so süß. Also ich finde, das sieht man ein bisschen, ne? Genau. Und die ist mitgekommen. Und dann habe ich noch, also die Decke war nicht dabei. Aber ich habe diesen, dieser Schnulli war dabei. Der kommt von Once Surreal. Und dann ist hier der Magnet drin. Und weil sie ja so einen tiefen Mund hat, hat sie noch hier so Magnete dran. Dass es dann eben hier hält, wenn ich das ganz oben hin mache, so. Dann hält das wohl. Ja. Und da war dann quasi noch, da ist dann so ein Schmini-Schnulli dran und so ein Karabiner. Das war aber anders dran. Das hat meine Schwester so umgebaut. Ich habe noch so einen Nook-Schnuller bekommen. Genau, und wir fokussieren das nicht jetzt. Eine süße Schlaufe, die eben mit Magnet befestigt ist. Das könnten wir mal kurz mit dem Kamm ihre Haare ein bisschen in Schach bringen. Hier ein bisschen ab. Ja. Voll schöne dunkle Haare. Ich liebe so dunkle Haare. Ja. Das ist in dem Fall die Indie. Ich weiß aber nicht, wie wir sie nennen. Keine Ahnung. Müssen wir mal noch schauen. Ach, das ist ja herzig. Das kann ich ja oben drauf machen. Süß. Ja. Ich bin voll in sie verliebt. Ich habe sie den ganzen Tag nicht gesehen und abends mal habe ich sie gesehen und da habe ich gedacht, das ist sie. Das ist die, wo ich suche. Ja. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja, und schreibt mir doch einfach eure Ideen drunter, wie wir sie nennen könnten. Ich habe zwar auch schon ein paar Ideen, aber ich weiß noch nicht, welchen Namen wir nehmen sollen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.